Viel Zeit ist vergangen seit dem ersten Asterix. Ich glaube, der war von 1959. Und die römischen Legionen haben unzählige Male versucht, das gallische Dorf einzunehmen. Kein Wunder, dass sie jetzt im 40. Band keine Lust mehr haben, sich verprügeln zu lassen. Mehr oder weniger freiwillig wird daher ein Motivationscoach namens Visus Versus von Caesar entsandt. Seine Mission, die Römer aufzubauen und die Gallier einzulullen. Mit all den blumigen Spruchweisheiten, die man von all den Kacheln auf Instagram und aus Abreißkalendern aus der Krabbelkiste kennt, versucht er den Römern ein positives Mindset zu verpassen. Diese lassen sich dann auch hochmotiviert verprügeln. Doch auch die Gallier springen auf den Coach an und entdecken die Achtsamkeit für sich. Fast hätte Visus Versus gewonnen, doch als er gute Miene überredet, ihn nach Lutetia zu begleiten, brechen Asterix, Obelix und der unsagbar traurige Majestix zu einer Rettungsmission auf. Immer bei Wenden in der Heimat kommen die Charaktere aus der zweiten Reihe zu Wort und auch die Piraten dürfen natürlich nicht fehlen, auch wenn die eher pflichtschuldig eingebaut wurden. Im Gegensatz zu Trubadix, der diesmal einen großen Auftritt im Dorf hat mit Versatzstücken deutschen Liedguts. Lasst euch überraschen. Der Seher versuchte noch Streit und Zwietracht im gallischen Dorf zu sehen, Visus Versus geht den umgekehrten Weg und versucht im Namen der weißen Lilie das Dorf mit Achtsamkeit wehrlos zu machen. Zu den Themen der Zeit, die im neuen Asterix verhandelt werden, gehören auch toxische Männlichkeit, Fleischverzicht und Klimakrise. Viele Themen also auf einmal und an der einen oder anderen Stelle holpert es deswegen auch, aber insgesamt ein wunderbarer Asterix, der Lust auf weitere Bände macht.